Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mittlerweile nicht mehr bei der Feste Groot. Ich habe mich mal schlau gemacht, wo wir die Aufgabe von Bingo Boffin ganz und ganz erfüllen können. Da müssen wir ja hier quasi die kryptische Botschaft entschlüsseln. Allerdings habe ich keinen blassen Schimmer. Ich kann mir nicht erklären, wo das ist. Deshalb habe ich mich mal schlau gemacht. Und deshalb sind wir jetzt hier in Minas Eriol im Lager der Eglein mal wieder. Da waren wir ja schon mal. Genau. Und wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen hier hoch und müssen dort mal schauen, ob wir hier irgendwo des Rätsels Lösung finden. Angeblich kann man hier irgendwo genau weiterreiten, hier den Weg entlang. Über die Weite hier von den einsamen Landen. Und hier geht es nochmal weiter. Über irgendwelche Ruinen. Und jetzt sind wir in Nein-Enid. Da schaue ich auf den Namen und wäre fast runtergefallen. Und da ist es auch schon. Die robuste Kiste. Diese Kiste scheint erst kürzlich geöffnet worden zu sein. Wie lange mag sie schon wohl schon hier auf der Lornbrücke gestanden haben? Okay, wie soll man darauf kommen? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir uns nochmal hier den Text kurz anschauen. Was gut für die Gans ist, ist auch gut für den Ganter. Und was schlecht für den Schurken ist, liegt noch weiter dahinter. Üble Billwisse und Spinnen und Verschwörungen und Kämpfer. Das kann ich mir nur in... Ja, das kann ich mir eingehen lassen. Das ist okay. Da kann man damit rechnen, dass es irgendwo hier... der Bereich gemeint ist, wobei es auch natürlich Billwisse hier oben gibt. Es gibt Billwisse hier unten, glaube ich. Hier haben wir Menschen bzw. Halborks und Zwerge. Feste Guruk haben wir auch Halborks. Und also wie gesagt, den Absatz, der ist okay. Und dann kommt, damit unser Neuling nicht zu verwirrt und verblüfft wird, zu viele von ihnen bedeuten Gefahr, suche die korrekte Antwort im Zauberspruch. Was ist das? Also ich verstehe es nicht, wie man auf sowas kommen kann. Na gut, deshalb hoffe ich mal, ihr nehmt es mir nicht übel. Und die Schatulle ist mal wieder leer und ein Pergament ist drin. Nun das Ende. Oder was war das? Nun das Ende? Können wir das lesen? Haben wir das jetzt im Inventar? Nö, leider nicht. Na gut, dann machen wir uns zurück zur verlassenen Herberge. Das ist ja seltsam. Nun das Ende steht da auf dem Zettel. Schon wieder so ganz komisch. Und wenn wir die abgeben, die Aufgabe, dann bekommen wir einen neuen Titel. Den schauen wir uns dann an, wenn wir ihn bekommen. Na gut. Also bisher hat mir ja die Questreihe von Bingo Boffin immer sehr gefallen. Das war richtig, richtig gut. Jetzt bis hier in die einsamen Landen mit den Rätselquests. Da habe ich überhaupt keinen Plan und habe ja keine Ahnung, wie man das lösen soll. Die anderen waren noch relativ einfach. Also die Aufgaben zuvor, da muss man dann nur verteidigen und so weiter und so fort. Habt ihr ja alles schon mitbekommen, aber das hier ist schon sehr seltsam. Gut, ich habe übrigens, als ich nochmal im Auenland war, wegen dem Bauernfest, habe ich nochmal eine Quest gefunden. Und zwar ging es da um den Häuserkauf, hier den Unterkunft. Sprecht mit Rolf Straffgürtel, die habe ich jetzt einfach mal angenommen. Und wir bekommen als Belohnung eine Birke und eine der vier Gegenstände. Kommode, roter Elbenstuhl, kleiner Tisch oder kleiner brauner Webläufer. Die können wir dann bei Gelegenheit noch abgeben. Und zwar müssen wir da wieder hier in den Bereich her. Dann machen wir einfach mal schnelle Reise hierher, geben die Quest ab, holen uns die Einrichtungsgegenstände. Aber ich denke mal, das machen wir dann vielleicht im Zuge mit dem Bauernfest, mit dem Ende des Bauernfests. Dann sind wir ja schon in der Gegend und können auch noch die anderen eingetauschten Gegenstände uns holen. Und wir haben auch noch die Geschenkbox, wahrscheinlich nur eine silberne aktuell, das machen wir auch gleich. Wir müssen ja auch wieder noch zurückreiten Richtung Feste Groot. Und dann hier hoch Richtung Agamau. Weil wir da weiter questen müssen.
So, Herr Theodor Ginster. Ihr habt die Botschaft entschlüsselt? Lasst mich diesen Schatz sehen. Ihr zeigt Theodor das Pergament, aber zu eurer Überraschung scheint er nicht enttäuscht zu sein. Nun das Ende? Nun, ich denke, das ist es. Wir haben gewonnen. Das ist der Schatz und unser geheimnisvoller Rätselmeister erkennt unseren Erfolg an. Ich bin zufrieden und ich hoffe, ihr seid es auch. Naja, ist ja etwas mager, der Erfolg hier. Was sagt denn der Bingo dazu? Was ist es? Nun das Ende? Theodor mag vielleicht zufrieden mit diesem Ausgang sein, aber ich bin es nicht. Jawohl, da hast du recht. Jetzt, wo wir einen Vorgeschmack auf eine echte Schatzsuche hatten, bin ich erst zufrieden, wenn wir der Rätselkette bis an ihr Ende gefolgt sind. Und das hier ist es sicher nicht. Oh, ich bin ganz und gar zufrieden, Tollfuß. Es muss einfach mehr geben. Nun das Ende? Das glaube ich nicht. Wir erhalten 5 Bingo-Abzeichen und Tollfuß Fingerstumpf Linguist. Ich werde weiter nach Hinweisen Ausschau halten. Wendet euch an Anlauf, wenn ihr Hilfe braucht. Ich habe über dem Pergament gebrütet, das ihr in der letzten Schatulle gefunden habt, Tollfuß. Das, auf dem nur steht, nun das Ende. Das könnte das Ende der Jagd bedeuten, oder? Aber es muss mehr daran sein, als wir sehen. Es muss einfach. Nun, ich werde die Worte weiter nach Anhaltspunkten absuchen, aber ich möchte nicht, dass uns der Besitzer dieses Lokals für undankbar hält. Geht zu Anlauf und fragt ihn, ob ihr irgendwas für ihn erledigen könnt. Sollte ich in der Zwischenzeit irgendwas über dieses enttäuschende Pergament herausfinden, werde ich euch Bescheid geben. Jetzt müssen wir nochmal mit dem Anlauf. Wir schauen uns die Meldung gleich an, den neuen Titel. Nun das Ende. Oh, weh mir. Ihr möchtet mir helfen? Nun, das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen werde. Schließlich weiß man nie, wann es keine Hilfsangebote mehr geben wird. Und mein Rücken ist nicht mehr so stark wie in meiner Jugend. Ich hatte vor Zeit zu Zeit Probleme mit den Lieferwagen. Das Gasthaus ist ein gutes Stück von Bre entfernt und die Straße kann bei schlechtem Wetter tückisch sein. Trotzdem sollten die meisten meiner Vorräte inzwischen eingetroffen sein. Doch wenn er es eilig hat, lässt der Bote die Vorräte draußen vor dem Gasthaus stehen. Könnt ihr die Vorräte nehmen, die er dort stehen lassen und sie in die Vorratskammer im Keller bringen? Sie befindet sich treppab links und dient momentan hauptsächlich als Lager für meine alten Stühle. Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. Vor der verlassenen Herberge, wir können hier auch noch kurz verkaufen. Was darf es sein? Habt ihr irgendeinen Wunsch? Zwergenerz müssen wir natürlich behalten. Dann den Schild machen wir weg. Die Äpfel behalte ich im Inventar. Ich bin ja noch nicht fertig mit dem Bauernfest. Das geht jetzt übrigens noch 3-4 Tage, habe ich nachgeschaut. Das heißt, da können wir noch einiges an Bauernmünzen uns holen. Und später dann alles eintauschen, was es gibt. Ja, wo sind hier die Sachen? Müssten hier eigentlich irgendwo liegen. Ein Stein? Nehmt eine Kiste mit Waren an euch, die vor der verlassenen Herberge stehen. Hä? Eine Kiste? Wo steht denn hier eine Kiste? Oh, hier steht eine Kiste. Das ist ja wie bei mir beim Postboten, der einfach immer mal die Post abstellt, wenn ich nicht zu Hause bin. Und die müssen wir jetzt in den Keller bringen. Da waren wir ja schon unten, als wir die Instanz gemacht haben. Im Stühlelager, hat er gesagt. Stühlelager? Das sind eher Schlafräume hier. Hier vielleicht. Ah, okay. Stühlelager. Tatsächlich, das sind ja sogar Stühle. Nur schön, das war ja einfach. Da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Nein, nehmt den Korb mit Eiern vor der verlassenen Herberge. Heieiei, da müssen wir ja zweimal rennen. Ah, den hätten wir ja auch gleich mitnehmen können, Mensch. So zwischen die Finger gesetzt einfach mal mitnehmen. So macht man das ja mit dem Einkauf auch immer, wenn man vom Auto dann nach Hause geht, zur Haustür geht und dann einfach schaut, dass man hier möglichst wenig hin und her laufen muss. Muss man die jetzt auch runter? In die Vorratskammer, ja. Da schaut man ja auch immer, dass man alles auf einen Rutsch macht. So, das war's.
Wer hat denn hier hingekotzt, wollte ich schon sagen. Ausgeschüttet, Mensch. Müssen wir auch mal sauber machen. Was für ein schrecklicher Tag. Ihr habt die Vorräte in meine Vorratskammer gebracht? Ah, sehr gut. Besonders den Korb mit den Zitronen habe ich herbeigesehnt. Ihr sagt Anlauf, dass es bei den Vorräten keinen Korb mit Zitronen gab und er vielleicht mit der nächsten Lieferung kommt. Das ist äußerst seltsam. Ich hatte ihn mit dieser Lieferung erwartet. Nun ja, egal. Schließlich sind es nur Zitronen, auch wenn ich mich sehr auf sie gefreut habe. Ja, Bingo ist soweit jetzt fertig. Wo ist denn die gute Dame? Die ist weg. Die hat ihn schon verlassen. Das sieht ja auch cool aus. Ein Wolfs- oder Wargkopf als Mantelhalter. Sollte das etwa... Noch nichts, Tollfuß. Sagt das Pergament vielleicht die Wahrheit und dies ist wirklich das Ende unserer Schatzjagd? Frustrierend. Aber ich sollte mich nicht zu lange damit aufhalten. Hat Anlauf euch für eure Gefälligkeit gedankt? Ihr berichtet Bingo von den Vorräten, die ihr nach unten gebracht habt und von den fehlenden Zitronen. Zitronen sind verschwunden? Das ist interessant. Das erinnert mich an einen alten Trick, den ich in meiner Kindheit gelernt habe, als ich klein war und... Bingos Stimme bricht ab und er starrt auf das Pergament in seiner Hand. Tollfuß, würdet ihr das nehmen und übers Feuer halten? Aber nicht so dicht, nur dicht genug, um es zu erwärmen. Ich frage mich, wir müssen das Pergament übers Feuer halten. In der Hitze des Feuers erscheinen Buchstaben auf dem Pergament. Huiuiui, jetzt wird's aber interessant. Ich wusste es. Unsichtbare Buchstaben. Als ich noch ein junger Hobbit war, zeigte mir mein Vater, wie man mit Zitronensaft unsichtbare Buchstaben schreibt. Wird das Papier erwärmt, erscheinen sie klar und deutlich wieder. Bingo studiert das Pergament einen Augenblick lang und dann hält sich seine Miene auf. Ich weiß, wo wir hin müssen, Tollfuß, und ich glaube, die Lösung unseres Rätsels finden wir an dem Ort, der auf diesem Pergament beschrieben ist. Lest euch das Pergament durch und findet heraus, wo ihr hin müsst. Ich werde euch dort treffen. Ich bin ja so froh, dass dieses Pergament noch nicht... Ich bin ja so froh, dass dieses Pergament noch nicht nun das Ende ist. Achso. Ja, du könntest uns jetzt auch sagen, wo wir hin müssen. Ne? Findet den Ort, der auf dem Pergament mit den drei Worten beschrieben ist und trefft Bingo dort. Das ist ja wieder... Unsinnige Zeichenfolge. Okay. Das Ende... müssen wir von hinten vielleicht? Da ist wieder so komische Groß- und Kleinschreibung. Also auf alle Fälle das Ende naht. War der reguläre Text, ne? Feste Gurut. Feste Gurut. Die Zeichen dazwischen. Alles klar. Das trifft sich ja wunderbar. Wir müssen ja sowieso zur Feste Gurut. Na Gott sei Dank, endlich mal ein Rätsel, das ich auch lösen habe können. Dann schwingen wir uns mal wieder auf unser Pferd und reiten rüber. Die schnelle Reise funktioniert leider noch nicht. Was kann ich für euch tun? Mal wieder 10 Silber. Wie viel haben wir denn momentan? Geld, 7 Gold haben wir schon wieder, sehr schön. Und 483 Bauernfestmünzen. Ja, ich denke mal, wir werden dann so auf... Vielleicht 530, vielleicht sogar auf 600 kommen. Das wäre richtig gut. Und dann können wir richtig gut einkaufen. Also, dann schauen wir uns mal den Titel an. Tollfuß, Fingerstumpf, Linguist. Ihr bestaunt meisterliche Worte und meistert erstaunliche Worte. Sehr schön. Linguist, was haben wir denn momentan? Glückspilz. Okay, dann machen wir uns heute mal zum Linguisten. Gefällt mir. Hat sowas Eloquentes. Und wir öffnen ein silbernes Geschenk. Und erhalten nochmal Kohle. Na toll. Wir haben ja aktuell nur eine Ausrüstung des Matomjägers. Tragen wir, oder? Ja. Gut, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch einschmelzen. Genau, wir haben hochwertiges Eisenerz 12. Da bekommen wir dann... immer nur einen Barren raus. Das heißt, wir haben dann 13 Hartstahl. Wir brauchen für
die Schmiedegilde für die Waffen brauchen wir einmal, brauchen wir zwei hochwertiges Eisen. Moment, hochwertiges Eisen? Ach, da brauchen wir gar keinen Hartstahl. Ah, wir brauchen es für das mittlere Wappen, oder? Ja, da brauchen wir zwei. Das heißt, wir könnten schon wieder ein kleines und ein mittleres Wappen machen, weil die anderen Sachen momentan gar nicht notwendig sind. Die haben wir ja alle schon. Genau, die haben wir schon einmal gefertigt. Das heißt, da sind wir relativ gut dabei und ich kann keine besseren Gegenstände aktuell machen. Was gibt es da eigentlich? Punkte? 10 Handwerkserfahrungspunkte und hier 35. Wir brauchen aber immer noch 200 Punkte. Ich habe doch im Inventar Schriftrolle der Handwerkskunde. Achso, das ist nur für kritische Chance. Ich dachte, das steigert die Erfahrungspunkte. Ne, sowas habe ich nicht. Ich habe immer noch den Premium-Unterkunftserlass. Na gut. Das hätten wir gebrauchen können für den Schild, den wir beim Gesellen hatten, oder? Für den Drachenschild. Da hätten wir die Chance nochmal steigern können um 12,5%. Da wären wir bei 47 gewesen. Dann wären wir knapp bei der Hälfte. Dann hätten wir eine Chance von 1 zu 2 gehabt. Aber mittlerweile ist ja der komplett obsolete Schild, sehe ich gerade. Das ist ja... Hä? Ist das ein schwerer? Das ist ein leichter Schild. Ah, die haben wir schon verbraucht, oder? Da hatten wir ja 3 Rezepte und die haben wir schon verbraucht. Na gut, können wir nichts machen. Dann suchen wir mal ein Bingo zuerst, bevor wir uns nach Agamau aufmachen. Fokus. Da haben wir auch gleich nochmal was. Das nehmen wir mit, wenn es hier schon in der Nähe ist. Dann geht das hier mit Bingo Boffin immer noch weiter. Sehr schön. Wahrscheinlich wird es irgendwo in Bruchtal wird's dann enden. Alle Hobbits wollen ja nach Bruchtal. Und da wird er dann für alle Ewigkeiten bleiben und sich der Elbenschönheit erfreuen. Und der schönen Natur natürlich. Jetzt müssen wir den suchen. Ach so, das wird ja nicht angezeigt, weil das ja ein Rätsel war. Wir haben aber nur den Anhaltspunkt feste Gudut bekommen. Dann schauen wir uns hier mal um. Irgendwo muss er ja stehen und irgendwo muss dann auch der Ring zu sehen sein. Dass er oben bei Radagast ist, glaube ich jetzt fast nicht. Hier ist er auch nicht. Oder er ist irgendwo außerhalb. Das kann natürlich auch sein. Hier ist auch niemand. Oh, da haben wir ihn. Haha, Bingo grinst breit, als ihr auf ihn zukommt. Ihr habt sie enträtselt, sagt er glücklich. Und da ist auch nochmal Theodor da. Was macht der denn da? Der hat ein schönes Outfit, wenn ich das nochmal betonen darf. Das gefällt mir. Das hätte ich auch gern. So schön bunt. Ihr habt es herausgefunden. Ich wusste es. Theodor wollte auch mitkommen. Er ist sehr gespannt darauf, denjenigen zu treffen, der uns all diese Hinweise und Rätsel hinterlassen hat. Das müssen wir mit Theodor nochmal sprechen. Hört doch, der wahre Meisterschatzsucher kommt raus. Ich bin aufgeregt, Tollfuß. Euer Freund Bingo glaubt, das Rätsel führe zu einem Ort und dass der wahre Meisterschatzsucher uns dort erwartet. Ich bin so gespannt auf diese Begegnung. Ich kann so viel von ihm lernen. Lauscht, dort drinnen bewegt sich etwas. Er kommt heraus. Oh. Ah, da schau her, die Hayley. Ach, da schau her, Mensch. Ihr habt mich gefunden. Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr meine Rätsel lösen könnt. Theodor hatte selbstverständlich niemals eine Chance. Er hat so oft mit seinen Fähigkeiten als Schatzsucher geprahlt, aber ich wusste natürlich die Wahrheit. Der eine von uns beiden hatte über seine Taten gesprochen, der andere hat sie vollbracht. Na gut, wir hatten ein bisschen Hilfe, das sagen wir ihr natürlich nicht.
Ich habe diese Schätze gefunden und Hinweise auf ihre Fundorte für Theodor hinterlassen, aber er hat sie nie entdeckt. Bis ihr und Bingo daherkam, dachte ich immer, es gäbe keinen Mitbewerber um meinen Titel. Aber hier ist er. Tada! Ich werde von Harley lernen, wenn sie mich denn als Schüler haben will. Hayley war die ganze Zeit die wahre Meisterschatzsucherin, kaum zu fassen. Aber sie hat all diese Schätze vor mir entdeckt und diese Rätsel für mich hinterlassen, damit ich sie löse, aber das ist mir nie gelungen. Theodor blickt einen Augenblick lang niedergeschlagen und ballt dann die Faust. Ich werde von ihr lernen, Tollwut. Sollte sie mich als Schüler annehmen? Mit ihrer Hilfe werde ich eines Tages der Meisterschatzsucher sein. Das schwöre ich bei allen verborgenen Schätzen Mittelerdes. Mit Hayley als Lehrerin werde ich eines Tages der Beste sein. Ach schön. Unsere Schatzjagd ist beendet und ich bin zufrieden mit ihrem Ausgang. Ich hoffe bloß, Hayley weiß, was sie sich da aufgehalst hat. Theodor ist bestimmt nicht gerade einer der aufmerksamsten Schüler. Ob er wohl dazu in der Lage ist, Hayleys Handwerk zu erlernen? Wahrscheinlich haben beide noch viel zu lernen. Meine eigene Reise ist jedoch noch nicht am Ende. Jawohl, sehr schön. Dies ist erst der Anfang, Tollfuß. Wir halten mal wieder Bingo-Abzeichen. Wie viele haben wir denn da schon? Bingo-Abzeichen, 20 Stück. 25 jetzt. Unsere eigene Reise muss nun weitergehen. Eine erholsame Nacht. Ich freue mich für Theodor und Hayley und bin stolz auf den kleinen Teil, den wir zu ihrer neu gewonnenen Wertschätzung füreinander beigetragen haben. Ich frage mich nur, wie viele Schatzsuchlektionen diese Wertschätzung andauern wird. Bingo lacht und studiert dann seine Karte. Unsere eigene Reise muss nun weitergehen, Tollfuß. Diesen Entfernungen nachzuschließen, können wir noch heute die einsamen Lande verlassen und die waldigen Hügel und Täler der Trollhöhen betreten. Klingt nach einem unheilvollen Ort. Seid ihr bereit? Dann lasst uns gen Osten wandern und dann unseren Weg überdenken, wenn wir die letzte Brücke erreicht haben, die hier auf meiner Karte gekennzeichnet ist. Wir müssen also zur letzten Brücke hier rüber. Da waren wir ja schon kurz, als wir die Wasserblase befüllt haben. Und wir können einen Titel wählen, aber den können wir erst wählen, wenn wir mit ihm sprechen. Gut, also dann sind wir hier in den einsamen Landen endlich mit Bingo Boffin fertig. Und die nächste Aufgabe ist jetzt entweder, wir gehen hier runter, wir müssen nämlich noch mit Attik Steinsprecher sprechen und wir müssen den Trollkönig töten. Oder wir gehen hier hoch nach Agamau. Ich wäre fast hier dafür, dass wir erst zum Rotpass hier hochgehen, damit wir dort unsere Belohnung für Buch 2 Kapitel 15 abholen können. Das ist ja ein neues Schwert. Das hier blenden wir mal aus. Und erst wenn wir hier fertig sind, wenn wir nicht mehr weitermachen können, weil hier ja dann die Gefährtenquests beginnen, dann gehen wir nochmal, machen wir einen kurzen Abstecher hier runter, erledigen die Aufgaben und dann machen wir uns auf zur letzten Brücke, beziehungsweise nach der letzten Brücke müssen wir noch in die Nordhöhen. Die dürfen wir ja nicht vergessen. Da wäre ich fast dafür, dass wir die zuerst dann machen. Falsch geklickt. Die müssen wir ja auch machen und die sollten dann relativ schnell gehen, also vom Kampf her und so weiter, weil die ja jetzt unter unserem Levelbereich liegen. Na gut, viel gequatscht habe ich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.